Mein zweiter. Jetzt haben wir schon 4 Defense. Sehr schön. Und es geht weiter mit dem Lagerhaus. Wenn wir das wenigstens einmal fertig haben, haben wir genug Platz. Ich habe mir jetzt auch eine Idee einfallen lassen, wie wir das mit den Schildern besser hinkriegen. So, und dann gehen wir erstmal an, dass wir die nächsten NPCs hier reinkriegen. Weil ich möchte das ja schon ein bisschen vernünftig hier aussehen lassen. Das hatte ich euch ja vorweg gewarnt. Das wird ein langwieriges Let's Play. Mir gefällt das Goldfischglas voll. Sollte man mal vielleicht ein bisschen Eisen zulegen. Damit das Ganze hier was schneller geht. Obwohl Gold mit das Bessere wäre. Ein Zombie besuchen. Komm her. Und ein Auge ist in meiner Hütte. Haust du ab? Ja, Dämonenfrosch. Cool. So gefällt mir das. Na gut, lass mal die Tür doch mal zu. Ich allerdings auch ganz gerne aus Stein. So, den mache ich jetzt erstmal nur bis dahin. Stein, Stein, Stein. Aber aus dem Stein könnte man sich, glaube ich, noch besseres Stein machen, oder? Grey Brick, genau. Ich muss aber jetzt erstmal noch eine Kiste aufstellen. Und zwar tun wir da alles rein, was irgendwie... da tun wir jetzt erstmal alles Pflanzliche rein. Hier die ganzen Items. Wattenschank, das, das. Die nehmen wir lieber mit. Linsen. Oh, 10 Sterne haben wir schon. Da wissen wir ja, was wir draus machen. So, damit haben wir auch den ersten Mana-Kristall. Müssen jetzt extrem vorsichtig sein, dass wir den nicht verlieren. Daybloom Seeds, Blinkrod Seeds, Neckclayblock und so lasse ich da erstmal raus. Silk. Kaktus. Movement Speed. Ja, nicht verkehrt. Bottles normal lasse ich auch erstmal drinne. So. Wooden Plattform brauche ich auf jeden Fall auch noch. Dann nehmen wir uns jetzt erstmal wieder auf, was wir eben fallen gelassen haben hier. Gehen weiter runter und ich wollte ja das Lagerhaus aus Stein basteln. Und schon fehlt uns Stein. Gut, da wir ja hier eh unseren Minenschacht runterbauen, denke ich mal, dass wir da auch irgendwo Stein finden werden.
was soll's. Hier sehe ich schon Stein, dann nehmen wir den natürlich auch direkt mit. Aber da brauche ich jetzt natürlich eine ganze Menge von. So, die ganzen Mist nehmen wir jetzt auch direkt mit. Können wir alles gebrauchen. So. So. Das wird aber noch lange nicht ausreichen. Da ich auch noch die Steinwände brauche für den Hintergrund. Aber das Abhacken geht mit dem Goldfischglas natürlich wesentlich angenehmer. Zumindest sieht es lustig aus. Okay, hier ist also viel Stein gewesen, das war schon mal ganz gut. Die Frage ist, wird es reichen? Und ich glaube eher nicht. So, mal eben die Fackel aufstellen. Sonst sehe ich ja hier gar nichts mehr. Was ist denn da für ein einsamer Block? Den nehmen wir natürlich auch mit. Aber das können wir eigentlich auch alles nachts machen. Wichtiger wäre es jetzt tatsächlich, da es gerade Tag draußen ist. Wäre es wichtiger, jetzt erstmal Holz zu holen. Okay, den nehmen wir aber mit. So, links hatten wir direkt das Korruptionsgebiet oder sowas da. Dayblumen nehmen wir mit. Oh, aber hier ist Holz. Holz ist immer gut. Dafür auch direkt die Ether aufholt. Oder Eat of Souls, besser gesagt. 5 Schaden. So, ich glaube, mal gucken, wie viel. Ah, da kommt schon der nächste, war klar. Und ein kleiner eben noch dazu. Aber die lassen sich auch recht gut zurückdrängen. Mache ich zwar nur 4 Schaden. Aber wenn die mit mehreren kommt, treffe ich die dafür wesentlich besser. Naja, auch nicht immer. Pilz nehme ich natürlich auch mit, nee, aber das wird ein bisschen zu gefährlich hier. Na. Ein paar Heiltränke haben wir ja auch noch. Die dürften uns so schnell nicht ausgehen. Was hatten wir jetzt hier? Achso, das war Shine Power und das war Movement Speed. Probieren wir das doch mal aus. Ja.
Es ist auf jeden Fall schneller. Okay, das war die Hütte. Plattforms hatte ich noch. Und geh mal weg, du Nurse, du. Du störst, du Nurse. So. Dann haben wir schon mal die Etage für den nächsten NPC. Und wir haben ja unsere Holzfarm hier. Holz werden wir noch jede Menge brauchen, das stimmt. Und hier ist noch jede Menge Stein, sehe ich gerade. So ein King Slime gibt es jetzt auch, das habe ich jetzt auch rausgefunden. Der spawnt aber nicht in der Nähe, wo Bunnies sind. Also wenn ihr noch im Gebiet seid, wo ihr Hasen seht, dann könnt ihr sicher sein, dass da der King Slime nicht kommt. Der hat wohl 2000 Energie, ist also so ein kleiner Mini-Boss, der jetzt dazu gekommen ist. Und den werden wir hoffentlich auch irgendwann nochmal zu Gesicht bekommen. So, Stein nehme ich mir jetzt natürlich auch noch mit. Wie viel Holz haben wir denn jetzt? Auch nicht so prickelnd viel. Jupp, da da. Tada. Wenigstens ist es schön, dass jetzt angezeigt wird, wie viel man davon einsammelt. So. Ist hier noch was? So anscheinend erstmal nicht. Oh, da komme ich gar nicht hoch. Da käme ich hoch. Mal was so. Boah. Okay, die fliegen natürlich sonst wohin. Sind mit dem Speer also nicht ganz so prickelnd zu machen. Oh, und gleich wird es auch wieder Nacht. Na super. Dann sollte ich lieber noch ein bisschen Holz mitnehmen. Sonst kommen wir hier nie voran. Jetzt ist der Buff auch schon wieder weg mit dem Movement Speed. Da habe ich jetzt zu lange gewartet. Unsere stylische Brücke. Juhu! Ich glaube, oben drauf waren eh keine Bäume. Aber ein Pilz. Boah! Darf nicht wahr sein. Ich hau das Ding jetzt einfach zu.